mein Name ist Markus Riedel. Ich bin 26 Jahre alt, wohne mittlerweile hier in Spelle, schon fast seit 8 Jahren. Ich bin nach meinem Abitur 2007 dann im Sommer zur Kronetrink gekommen und habe mich dann dazu entschlossen, zunächst eine Industriemechaniker-Ausbildung zu machen. Mittlerweile bin ich seit fast 2 Jahren, also seit Sommer 2013, Entwicklungsingenieur bei der Firma Krone, speziell im Bereich Selbstfahrtechnik und da im Bereich der Erntevorsätze für den selbstfahrenden Feldhäcksler. Grundsätzlich ist es so, dass wir ein bisschen aufgeteilt sind nach einzelnen Produktgruppen. Wir haben ja nicht nur einen Maisernte-Vorsatz. Auch da haben wir verschiedene Maschinen im Prinzip. Wir haben aber auch Erntevorsätze für den Feldhäcksler zur Grasaufnahme zum Beispiel. Etwas spezieller bin ich für den Maisernte-Vorsatz zuständig und dann sieht es so aus, dass so eine Maschine ja aus verschiedenen Baugruppen besteht. Aber man kann bei uns eigentlich nicht sagen, dass man nur eine Baugruppe betreuen kann, weil man muss eigentlich das große Komplexe verstehen, weil alle Baugruppen miteinander eben spielen und man muss immer wissen, was das für Auswirkungen auf die anderen haben könnte. Bei der Arbeit haben wir mit unheimlich vielen verschiedenen Abteilungen zu tun. Das heißt, ich habe die in der Ausbildung schon kennengelernt hier in der Fabrik. Wir haben zum Beispiel im konstruktiven Bereich haben wir mit dem Einkauf zu tun, mit Lieferanten stehen wir dann schon im Gespräch. Wir haben mit dem Werkzeugbau im Prinzip zu tun, weil unsere Konstruktion muss auch herstellbar sein. Wir arbeiten mit der Qualitätssicherung zusammen. Also man ist tagtäglich mit unterschiedlichen Leuten zusammen, muss mit ihnen diskutieren. Es ist nicht immer ganz einfach, dass man einen gemeinsamen Konsens findet. Ja, und das zeichnet das eigentlich aus. Wenn wir Maschinen neu entwickeln, dass sie ja auf dem Rechner konstruiert werden heutzutage, das ist auch so, dass man dann Prototypen zum Beispiel komplett fertig konstruiert, die Teile fertigen lässt und dann in unserem Prototypenbau das erste Mal montieren lässt. Und da sind wir dann von der Pike auf dabei, sag ich mal, wir zeichnen das erste Blech bis hin zur Betreuung der Prototypenmontage in unserem Versuchsbau. Dann ist es ganz häufig so, dass wir mit den Maschinen auch selber aufs Feld fahren, weil erst da sieht man Probleme, bei denen es ganz schwierig ist, die bei der Computerarbeit im konstruktiven Bereich schon hervorzusehen. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, unserer Ansicht nach, dass wir mit den Maschinen selber auf dem Feld unterwegs sind, weil wir da auch erst die verschiedenen Einsatzbedingungen überhaupt kennenlernen. Also wenn man jetzt mal die Maisernte betrachtet, ist der eine Tag nicht wie der andere und in regionalen Unterschieden zeichnet sich das auch eben aus. Gebürtig komme ich vom Niederrhein. Das sind ja ungefähr 140 Kilometer von hier und bin dann hierhin gezogen. Diesen Entschluss hier hingegangen zu sein, glaube ich noch nicht eine Sekunde bereut zu haben. Ich wurde hier super aufgenommen. Damals zur Ausbildung, fängt man nicht alleine an. Natürlich arbeiten hier bei Krone auch viele Speller. Man lernt schnell, sage ich mal, auch die Jugend hier kennen, die einen dann aufnehmen, sei es in die Landjugend oder ähnliches. Und das hilft einem natürlich, dass man nicht am Wochenende auch alleine hier sitzt, sondern mit denen was unternehmen kann. Die Laufgruppe ist eine Sache, die hat sich, glaube ich, so vor 2, 2,5 Jahren entwickelt. Das ist eigentlich eine schöne Sache, was so, ich sag mal, halb nach Feierabend stattfindet. Gemeinsam treffen wir uns mittwochs immer um 16:30. Das ist eine ganz bunte Truppe. Aus ganz vielen verschiedenen Abteilungen treffen wir uns, sind mal mehr, mal weniger, aber wir treffen uns nach der Arbeit eben, um gemeinsam eine Runde Sport zu machen. Und das hilft uns, glaube ich, auch ein ganzes Stück, mal abschalten zu können. Zunächst ist es noch ein Ziel von mir, mein duales Masterstudium abzuschließen. Das wird, wenn alles gut läuft, in etwa 2 Jahren sein. Und dann müssen wir mal schauen, wohin die Reise führt. Der konstruktive Bereich ist auch sehr interessant. Ich arbeite auch sehr gerne mit den Kunden zum Beispiel zusammen. Also genau sagen kann ich es, glaube ich, nicht. Das primäre Ziel sind erstmal die nächsten 2 Jahre, würde ich sagen. Und dann zeigt sich mehr. Alles gut? Ja, wunderbar.